Stichtagsregelung für die Intelligenzrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Habe ich Anspruch auf die Intelligenzrente der Ingenieure der ehemaligen DDR, wenn mein Betrieb am 30.06.1990 schon als GmbH in dem Handelsregister eingetragen war? So die Anfrage eines Ratsuchenden auf rentenbescheid24.de. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und da will ich einfach mal was dazu sagen. Meine Antwort ist, die Prognose dazu ist relativ offen. Also ich kann das noch gar nicht so genau sagen, denn wir haben hier mehrere Probleme. Und als allererstes, wer hat denn überhaupt Anspruch auf die Intelligenzrente? Anspruch auf die Intelligenzrente der Ingenieure aus der ehemaligen DDR haben die Versicherten, die entweder eine Versorgungsurkunde nachweisen können, also diesen I-Schein. Wer ihn hat, der weiß, was ich meine. Das ist so ein gelb-grünes Scheinchen. Oder eine Rehabilitationsurkunde nach 1990, wenn er irgendwie eine berufliche Reha oder sowas beantragt hat, über die Rehabilitationsbehörden. Oder er war am 30.06., der Versicherte war am 30.06.1990 als Ingenieur in einem volkseigenen Produktionsbetrieb der DDR, der Massenproduktion oder der Bauwirtschaft beruflich tätig, und zwar als Ingenieur. 30.06. ist der Stichtag. So. Und genau an diesem Stichtag, am 30.06.1990, müssen alle Tatbestandsvoraussetzungen de facto erfüllt sein. Das heißt, ich muss in einem volkseigenen Produktionsbetrieb gearbeitet haben. Und alle, die das wissen, oder alle, viele wissen es ja, die meisten DDR-Unternehmen, volkseigene Produktionsbetriebe, wurden ja nach der Wende mit der Treuhand in GmbHs oder Aktiengesellschaften umgewandelt. Und diese Umwandlungsvorgänge wurden schon oftmals vor dem 30.06.1990 im Handelsregister beantragt oder eingetragen. Aber erst nach dem 30.06.1990 wurde die GmbH oder die Aktiengesellschaft in das Handelsregister eingetragen. Oftmals war es auch schon so, dass das gesamte Betriebsvermögen aus dem volkseigenen Produktionsbetrieb auf die GmbH in Gründung übergegangen ist. Viele wissen das. Ja? Und die Rechtsfolge? Der VEB bestand ja sozusagen noch weiter, aber er war quasi wie eine Art leere Hülle. Da war nichts mehr drin. Ja? Ich hatte hier den VEB und dort hatte ich sozusagen die GmbH in Gründung. Da gab es dann das große Problem, war denn da die Stichtagsregelung überhaupt noch erfüllt? Und die Deutsche Rentenversicherung und die meisten aller Landessozialgerichte hier in Ostdeutschland sind dann auf einmal auf die Konstruktion der leeren Hülle eingestiegen und haben dann gesagt, wenn am 30.06. der VEB zwar noch existent war, aber das gesamte Betriebsvermögen schon auf die GmbH in Gründung übergegangen ist, war Schicht im Karton, dann hatte der Ingenieur keinen Anspruch auf die Intelligenzrente. Und dieser doch sehr eigenartigen Rechtsprechung hat das Bundessozialgericht im Jahr 2010 mit einer Revisionsentscheidung einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das ist alles Quatsch. Leute, wir sind im Gesellschaftsrecht. Das heißt, ein Unternehmen, eine GmbH, wird erst dann rechtlich existent zu einer GmbH, wenn sie auch im Handelsregister eingetragen ist. Sie muss eingetragen sein. Alles, was sich davor abspielt mit GmbH in Gründung oder Aktiengesellschaft in Gründung und so weiter, ist alles unwirksam, auch wenn der VEB damals sozusagen selber nicht mehr gehandelt hat. Es bleibt dabei, wenn am 30.06. der VEB, volkseigene Produktion oder Bauwirtschaft, noch nicht rechtlich umgewandelt wurde in eine GmbH, dann ist das Betriebserfordernis dieser Tatbestand erfüllt, dass der VEB am 30.06.1990, also Stichtag, hier rechtlich existent war. Warum ist das Ergebnis offen? Es ist relativ einfach, lieber Anfragender. Ich würde es Ihnen ja gerne sagen, aber ich müsste ins Handelsregister bei Ihnen reinschauen. Ich müsste sehen, was hat sich denn am 30.06. oder davor mit Ihrem Unternehmen eigentlich so abgespielt? Was ist denn da eingetragen worden? Ist wirklich aus Ihrem volkseigenen Produktionsbetrieb tatsächlich am 30. oder vor dem 30.06. schon
wirklich eine GmbH im Handelsregister eingetragen worden. Deshalb kann ich Ihre Frage letzten Endes nur so beantworten. Mein Tipp, gucken Sie bitte ins Handelsregister rein, gehen Sie bitte zum zuständigen Registergericht und holen Sie sich dort bitte die entsprechenden Auskünfte. Ja, es gibt die Betriebsliste von der Deutschen Rentenversicherung. Da gibt es einen Zusatzversorgungsträger, der ist zuständig für diese Intelligenzrenten als Zusatzrenten aus der ehemaligen DDR. Und da gibt es diese Betriebsliste und da kann man auch reinschauen, es sind 400 Seiten. Und dort steht auch schon einiges drin, wann da ein entsprechender Übergang stattgefunden hat. Und zwar unter dem Stichwort Fondsübergang. Ja? Und dann steht da manchmal auch schon die HRA oder HRB-Nummer vom Handelsregister schon mit dem Datum eingetragen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch wirklich zu dem Datum eingetragen ist. Also bitte gucken Sie in das Handelsregister. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.